So, heute wollen wir mal einen genaueren Blick auf das iPhone 4S werfen. Hier haben wir es. Vorne drauf können wir gleich das Gerät sehen und an den Seiten nochmal genau lesen, um welches Gerät es sich handelt. Oben drauf befindet sich das Apple-Logo und unten das iCloud-Logo, welches ein wichtiger Bestandteil von iOS 5 ist, was mit diesem Gerät auf den Markt gekommen ist. Unten drunter finden sich nur Seriennummer und ein paar und die Speichergrößenangabe und ein paar Apple-Angaben inklusive Lieferumfangangabe. Aber den gucken wir uns jetzt einfach mal direkt an. Unter der Haube befindet sich als allererstes das iPhone selbst. Eigentlich kommt es in einer kleinen Verpackung, so kleinen Folien, aber die sind jetzt nicht so spannend, deswegen waren die schon ab. Und hier haben wir auch schon das Gerät. Das gucken wir uns gleich nach dem Lieferumfang mal etwas genauer an. Ja, aber was ist im Lieferumfang? Unter dieser Plastikschale befindet sich eine kleine Hülle. Designed bei Apple in California, natürlich alles schön schick gemacht. In dieser Hülle befindet sich als erstes das SIM-Tool, um die SIM-Karte einzulegen. Das habe ich euch auch schon im Preview-Video gezeigt. Da drinnen nur Anleitung, eine Codesübersicht und Apple-Aufkleber. Nicht so spannend unbedingt, aber muss natürlich bei jedem Handy dabei sein. Und das ist jetzt der eigentliche Lieferumfang. Drei Teile, einmal ein Netzteil, ganz einfach mit USB-Anschluss und schön klein gehalten, damit man das Datenkabel auch als Netzkabel benutzen kann. Damit verbindet ihr sonst das iPhone an den Computer, wenn ihr wollt, an iTunes oder an irgendwelche anderen Programme, um die Daten auf eurem iPhone zu verwalten. Dazu kommt noch als allerletztes eine Packung mit Kopfhörern. Die mache ich auch gleich mal auf. Das sind leider keine In-Ear-Kopfhörer, die hat Apple gesondert im Angebot. Die Packung geht natürlich super auf. Jetzt haben wir es. Ganz normale Kopfhörer, meiner Meinung nach relativ bescheidener Sound. Das Einzige, was hier dran einigermaßen sinnvoll und praktisch ist, oder nicht nur einigermaßen, ist diese Lautstärke-Wippe, die auf der Rückseite hier auch ein Mikrofon hat, damit ihr damit telefonieren könnt. Das Ganze lässt sich über diese drei Tasten Plus, Minus und in der Mitte bedienen, also das iPhone und der Musikplayer, und damit könnt ihr Anrufe annehmen. Ja, das war's schon. Der Stecker ist 3,5 mm groß. 3,5 mm Klinkenanschluss, Standard eigentlich. Ja, das war's schon mit dem Lieferumfang. Nicht so spannend, darum zur Seite. Und hier haben wir das Gerät. Ich schätze mal, die meisten werden ein iPhone 4 schon mal gesehen haben und wissen, dass es genau so aussieht eigentlich, bis auf zwei kleine Details. Und zwar diese schwarzen Striche für die Antenne sind beim iPhone 4 woanders. Das wird aber eigentlich so auf der Straße keinem auffallen, und die Lautstärke-Wippe ist beim iPhone 4 ein bisschen verschoben, aber das ist nur Millimeterkram, der wahrscheinlich wegen den Innereien etwas korrigiert werden musste. Ja, vorne und hinten, Glasfront, das macht das Ganze sehr edel, auch etwas schwerer, es wiegt 140 Gramm, aber ich finde, es fühlt sich sehr gut an der Hand an und sehr wertig, was es bei dem Preis natürlich auch sein sollte. Hier befindet sich die Kamera mit 8 Megapixeln. Sie hat 5 Linsen, was Apple besonders hervorgehoben hat, und einen lichtstärkeren Sensor als der Vorgänger. Dazu ein LED-Blitz, der ja eigentlich in der Geräteklasse definitiv Standard ist. Hier oben, das seht ihr hoffentlich einigermaßen, ist eine vordere Kamera mit VGA-Auflösung, leider immer noch, ja, für FaceTime hauptsächlich, die Videotelefonie von Apple. Der Lautsprecher fürs Telefonieren, das 3,5 Zoll Display, was ihr so, glaube ich, ganz ordentlich sehen könnt, und der Home-Button. Oben seht ihr einmal den 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer, fürs Headset, ein zweites Mikrofon für die Rauschunterdrückung. Das, was das hier oben aufgenommen wird während des Telefonierens, wird von dem eigentlichen Mikrofon hier unten abgezogen, sodass ihr quasi die Umgebungsgeräusche nicht mehr auf dem Mikrofon aufnehmt. Und hier oben ist der Lock- und Ein- und Ausschalt-Button, mit dem könnt ihr das Gerät verriegeln, wieder aufwecken oder an- und ausschalten. Hier an der Seite befindet sich die SIM-Karte, die ihr mit einem kleinen Stift oder dem Tool, was im Lieferumfang dabei ist, herausholt und dann die Micro-SIM-Karte reinstecken könnt. Hier unten befindet sich der Dock-Adapter oder Dock-Connector mit 30 Pin, auch schon bei Apple immer Standard gewesen, über den ihr das Gerät steuern könnt, aufladen könnt und so weiter. Hier ist der Lautsprecher und hier das Mikrofon. Hier unten an der Seite noch der Mute-Schalter, der, wie ich immer noch finde, beim 3GS besser war und sich besser angefühlt hat, aber trotzdem seinen Zweck erfüllt.
Lautstärkewippe mit separaten Tasten, die ihr in der Kamera aber auch als Auslöser benutzen könnt. Das GPS ist natürlich noch genauso vorhanden wie vorher. Es ist immer noch kein NFC vorhanden, wovon ich eigentlich ein großer Fan bin. Near Field Communication heißt das ausgesprochen und sorgt dafür, dass ihr mit dem Gerät drahtlos Kontakt mit anderen Geräten aufnehmen könnt, zum Beispiel um es mit Lautsprechern, so wie es Nokia benutzt, verbinden könnt und die dann automatisch eine Bluetooth-Verbindung aufbauen, um darüber Musik zu hören. Oder ihr könnt damit bargeldlos bezahlen, so wie es Google Wallet vorsieht. Samsung hat das in dem neuen Nexus oder Galaxy Nexus schon vorgestellt. Nokia hat es schon in sehr vielen Geräten integriert und als Innovator hätte Apple das eigentlich schon längst mit einbauen müssen. Hoffentlich kommt das dann nächstes Jahr. Ja, der Akku innen drinne soll angeblich 1420 mAh haben. Apple hält sich dazu bedeckt, sagt nichts dazu. Der Vibrationsmotor auf der Innenseite ist mittlerweile kein rotierender Motor mehr, sondern ein sogenannter oszillierender Motor. Der dreht sich nicht mehr, sondern erzeugt die Vibration auf eine andere Art und Weise. Dadurch ist sie etwas sanfter und auch leiser, wenn es zum Beispiel irgendwie drauf liegt, weil ich schätze mal, das kennt ihr von anderen Handys, dass es relativ laut ist, wenn es vibriert. Entsperren tut ihr das Gerät einfach, indem ihr unten diesen Schieberegler hier rüber schiebt, am Ende loslasst und dann ist das Gerät entsperrt. Ja, was hat sich bei iOS getan? Die Grundbedienung ist immer noch die gleiche. Ihr habt Homescreens, auf denen ihr eure Apps sortieren könnt. Und dazu Ordner, in denen ihr natürlich die ganzen Apps sammeln könnt, damit es ein bisschen ordentlicher ist, wie zum Beispiel für soziale Netzwerke. Ja, wenn ihr eine App löschen wollt, geht das ganz einfach, indem ihr auf eine App gedrückt haltet. Dann fangen alle Symbole an zu wackeln und ihr könnt sie ganz einfach verschieben, indem ihr sie irgendwo rüberzieht. Oder wenn ihr sie loswerden wollt, tippt ihr ganz einfach auf das kleine X hier oben und das iPhone fragt euch, ob ihr das wollt, wirklich löschen wollt. Das machen wir in dem Fall einfach mal und zack, ist es weg. Wenn ihr damit fertig seid mit dem Editieren, könnt ihr natürlich auch noch weiter rumschieben, wie ihr wollt. Einfach auf den Home-Button einmal drücken und ihr seid fertig. Das ist so das Grundprinzip von iOS. Schon immer Home-Button beendet die aktuelle Aktion und bringt euch zum Homescreen zurück. Was ist neu? Ganz besonders neu ist das Notification Center, wo natürlich darüber diskutiert wird, ob das von Android geklaut wird. Geklaut ist, ihr zieht einfach hier oben am Balken runter und habt alle Notifications, was gerade aktuell los ist, auf einen Blick. Das ist super praktisch, gibt es bei Android schon länger. Was ich auf jeden Fall sehr schade finde, ist, dass man in diesem Menü zwar recht viel einstellen kann, das zeige ich euch gleich auch noch, aber was definitiv fehlt, sind Soforteinstellungen, wie zum Beispiel WLAN an und aus. Dafür muss man trotz des neuen Features immer noch in die Einstellung gehen und hier oben bei WLAN alles einstellen, wie ihr es wollt. Das hätte man da oben sehr praktisch unterbringen können, so wie es auch Android macht, einmal runterziehen, ein- und ausschalten und fertig. Um das genauer einzustellen, müsst ihr hier oben auf Mitteilung, das Ganze heißt Mitteilungszentrale, und dann könnt ihr es einstellen. Ihr könnt die Apps sortieren, wie ihr wollt, also eine Reihenfolge festlegen, dass zum Beispiel die E-Mails immer oben sind oder die Telefone oder Nachrichten oder dass das Wetter-Widget weiter oben ist, weiter unten ist, oder ihr könnt es nach Aktualität machen, also sprich, was als letztes reingekommen ist, steht oben. Wenn ihr das Ganze editieren wollt, müsst ihr hier oben einmal nur auf Bearbeiten tippen und könnt die Apps rumziehen, wie ihr wollt. Das Wetter-Widget wollen wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr haben, stattdessen wollen wir unsere Aktien hier oben drin haben. Was man bei diesen Widgets beachten sollte, ist, dass das Aktien-Widget immer, wenn man hier runterzieht, eine Datenverbindung braucht, um die aktuellen Aktienkurse zu laden. Das zieht natürlich am Akku, der beim iPhone 4S natürlich immer noch nicht riesig ist und immer noch nicht lange hält. Die Wetteranzeige braucht zum Beispiel immer Strom, um GPS zu benutzen, um uns zu orten, wo wir gerade sind, und muss dementsprechend dann natürlich auch noch die Wetterdaten nachladen. Ja, das zieht natürlich am Akku. Apropos Akku, was mich am meisten eigentlich geärgert hat, ist, dass wir unter den Netzwerkeinstellungen hier einen Schalter vermissen, und zwar den, um 3G auszuschalten. Eigentlich kann man 3G immer ausschalten, auch bei jedem anderen Handy, um Akku zu sparen. Die 3G-Verbindung braucht mehr Strom und natürlich ist es schöner, wenn das ganze Internet viel schneller ist, aber zum Beispiel habe ich heute die Telekom-Nachricht bekommen, dass ich jetzt mit gedrosselter Geschwindigkeit unterwegs bin, also eh kein 3G mehr nutzen kann. Darum brauche ich es eigentlich nicht mehr, würde es gerne ausschalten, aber es frisst halt weiter an meinem Akku. Ebenfalls neu unter iOS 5 ist Siri, zumindest was das iPhone 4S angeht. Was ist Siri? Siri ist die Sprachsteuerung von iOS 5, die im Vergleich zu dem Vorgänger erheblich verbessert wurde. Da konntet ihr immer nur Musik starten oder Kontakte anrufen. Jetzt könnt ihr Nachrichten schreiben, Kalendereinträge machen. Ich demonstriere euch das ganz einfach mal.
Timer auf 2 Minuten stellen. Der Timer ist auf 2 Minuten eingestellt. Und jetzt läuft der Timer runter. Ist ganz praktisch, wenn man die Hände nicht frei hat und so weiter. Und es funktioniert wirklich immer zuverlässig. Brauchte das jetzt nicht 5-mal drehen. Anderes Beispiel. Kalendereintrag für den 3.5. anlegen. Siri muss sich immer wieder mit dem Netzwerk verbinden, was besonders im mobilen Internet ziemlich nervig sein kann. Sprich, wenn ihr langsames Internet habt, dauert es ewig. Du hast für 3. Mai 2012 nichts im Kalender. Okay, er hat den richtigen Tag verstanden, aber nicht verstanden, dass ich einen Kalendereintrag anlegen will. Eintrag anlegen. Tut mir leid, ich verstehe. Eintrag anlegen? Nicht. Okay, es hat jetzt nicht geklappt, aber so ist es halt. Neuen Kalendereintrag für den 3.5. Du hast für 3. Mai 2012 nichts im... Neuen Kalendereintrag für den 3.5. Hat mein Neues immer nicht verstanden. Okay, wann ist dein Termin? Um 15 Uhr. Ich werde diesen Termin in deinen Kalender eintragen. So, jetzt hat es endlich geklappt. Ja. Okay, der Termin steht in deinem Kalender. Super, es klappt also. Manchmal nuschelt man ein Wort immer ein bisschen, das kommt immer ganz drauf an. Es ist halt auch noch ein Beta-Zustand oder Status. Da wird sich noch einiges verändern. Was überhaupt nicht geht, sind zum Beispiel Routenplanung, die in Amerika schon hervorragend funktionieren. Aber es macht trotzdem schon Spaß, weil es wirklich gut funktioniert. Ist natürlich auch der Timer nach 2 Minuten abgelaufen. Ja. Was ich noch sehr nett finde, ist, dass man eigene Vibrationen einstellen kann. Das funktioniert unter Bedienungshilfen und eigene Vibrationen. Jetzt kann ich in meine Kontakte gehen. Genau. Und gehe auf Max Mustermann, den ich extra mal angelegt habe. Hier. Kann ihn bearbeiten und kann hier unter Vibrieren sagen Standard. Und neue Vibrationen erstellen. Jetzt kann ich ihm einfach was vortippen, was dann nachvibriert wird, wenn er mich zum Beispiel anruft. Stopp. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen hören, wenn ich es auf den Tisch lege. Ja. Das ist natürlich auch wieder eine Spielerei, es sei denn, man braucht es wirklich als Bedienungshilfe, wenn man zum Beispiel eine Sehschwäche hat, irgend sowas. Ist ein nettes Feature. Was nun auch endlich möglich ist, was wohl für die meisten ziemlich lächerlich ist, dass man eigene SMS-Töne auswählen kann. Bisher ging das nur mit den normalen Klingeltönen. SMS-Töne waren immer nur die Standardtöne möglich. Jetzt kann man zum Beispiel auch einfach andere Sachen wie reinwählen. Auch eine nette Spielerei, aber eigentlich absolut unnötig, dass es bisher bei den Versionen gefehlt hat, weil sonderlich schwer ist das nicht. Was ist noch neu? Neu ist auf jeden Fall noch iMessages. Und zwar könnt ihr in dem SMS-Fenster einfach auch iMessages verschicken, die an andere iPhones oder iPads oder iPod Touch gesendet werden, über eine Datenverbindung. Also der iPod Touch braucht dementsprechend WLAN. Das iPad, wenn es kein 3G iPad ist, natürlich auch. Ist sehr praktisch, weil man nicht immer erst WhatsApp öffnen muss, was immer dann als erstes eine Datenverbindung aufbaut, sondern kann das direkt im SMS-Fenster machen. Das geht sehr praktisch, finde ich. Man erkennt es auch immer, ob es eine iMessage ist oder eine SMS ist, daran, dass der Button rot bzw. blau ist. Blau ist er, wenn es eine iMessage ist, und grün, wenn es kostenpflichtig ist, sprich in den meisten Netzen 19 Cent kostet. Als nächstes wollen wir uns beim iPhone 4 erstmal die neue Kamera anschauen. Die hat mittlerweile 8 Megapixel, einen lichtstärkeren Sensor und ganze 5 Linsen, wie Apple ganz stolz erzählt hat. So. Hier haben wir die Einstellungen. Die sind relativ übersichtlich, wie sie es von Apple gewohnt sind. Das ist natürlich vorteilhaft für die einfache Bedienung. Allerdings sind Möglichkeiten wie Blende einstellen oder sowas nicht vorgesehen. Hier oben können wir den Blitz an- und ausschalten oder auf automatisch stellen.
Unter Optionen können wir als erstes ein Raster ein- und ausschalten. Das seht ihr hier, diese Striche. Das hilft bei der Bildaufteilung vielleicht ein bisschen, wird aber eigentlich wenig benutzt. Ich kenne keinen, der es wirklich benutzt und ich benutze es persönlich auch nicht. Darunter, schon viel spannender, ist die HDR-Einstellung. HDR steht für High Dynamic Range und ermöglicht Aufnahmen bei großen Lichtunterschieden. Zum Beispiel werden hellere Bereiche etwas dunkler gemacht und dunkle Bereiche heller, damit das Bild ausgewogener belichtet ist. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Genau, jetzt gab es hier einen kleinen Fehler. So. Hier oben können wir auf die Kamera wechseln. Dann seht ihr ein bisschen, was auf der Vorderkamera los ist. Welche Kamera wir gerade benutzen. Genau. Ansonsten haben wir hier oben noch den Schalter für Videoaufnahmen bzw. Fotoaufnahmen. Ja, und darüber eigentlich nur noch, oder darunter den Auslöser. Den betätigen wir eben einmal. Er sichert das HDR, das dauert immer etwas länger als ein normales Foto, weil er das noch ausrechnen muss. Tap to Focus ist eigentlich nichts Spannendes mehr, das sollte eigentlich immer möglich sein bei solchen Geräten. Man tippt einfach darauf, wo man scharf schalten möchte. Und kann somit ein bisschen rumspielen. Jetzt ist der Karton scharf. Genau. Das war es ehrlich gesagt auch schon, was die Kamera zu bieten hat. Dazu kommt jetzt, dass man die Bilder bearbeiten kann. Das heißt, wenn man die Kamera rüberschiebt, kann man das Bild direkt angucken, das letzte, und hier oben auf Bearbeiten tippen. Die Fotobearbeitung gucken wir uns jetzt mal auf der anderen Kamera wieder an. Hier oben können wir auf Bearbeiten klicken und hier ganz rechts den Crop einstellen, damit können wir das Bild beschneiden, wenn es das nicht so ganz passt, wie der Ausschnitt gelungen ist. Wir können zum Beispiel nur ihn auswählen, auf Beschneiden tippen und auf Sichern. Jetzt haben wir ein ganz neues Foto. Daneben befindet sich die rote Augeneinstellung. Wenn wir jetzt irgendwie rote Augen auf den Fotos haben, können wir die hier auswählen und die entfernen. Und er guckt auch hier, ob da eigentlich überhaupt was zu korrigieren ist und sagt uns in diesem Fall, dass da keine roten Augen sind. Also ist da auch nichts zu bearbeiten. Unter dem Zauberwerkzeug können wir Verbesserungen einstellen. Dadurch wird das Bild automatisch verbessert. In diesem Fall ganz eindeutig die Sättigung gestärkt. Halte ich gerade nicht so für nötig, dass das passiert, aber man kann dann wenigstens ein bisschen was machen. Und hier unten der Pfeil ermöglicht uns drehen. Das war es auch schon mit der internen Bildbearbeitung. Ist immer noch nicht viel spannender geworden. Aber dafür gibt es ja Zusatz-Apps wie zum Beispiel Instagram, die ich sehr gerne benutze. Die Videoaufzeichnung ist mittlerweile in Full HD möglich. Beim iPhone 4 waren es immer nur 720p. Das funktioniert auch alles immer sofort beim iPhone 4. Ist sehr schnell. Einen guten Eindruck von den Videos kann man eigentlich nur an dem eigenen Rechner bekommen, wenn man mal sieht, wie die Videos wirklich sind. Jetzt hier abgefilmt vom Display könnt ihr mit Sicherheit nicht so viel erkennen. Aber immerhin. Hier oben können wir es immer noch croppen, also kleiner machen, Ausschnitte rausschneiden, damit wir nicht das ganze Video behalten müssen. Können wir jetzt das Original trimmen und zack, wurde der Rest abgeschnitten und weggeschmissen.